Arbeitnehmerin und auch beim Verdienst bei gleicher Leistung endlich den gleichen Lohn den Frauen zukommen zu lassen. Und auch die Kindererziehung bei den Pensionen entsprechend sicherzustellen. Das sind die Herausforderungen unserer Zeit. Nicht wegzuschauen bei all diesen Entwicklungen. Das ist ja immer wieder lustig, da fast schon verwunderlich, wenn dann so grüne Politikerinnen wie die Klawischnik kein Problem damit haben, dass Frauen heute gezwungen werden, Kopftuch zu tragen oder Verschleierung erleben müssen. Und wenn wir dann in den Studien der islamischen Kindergärten in Wien vom Herrn Asler aufgedeckt bekommen, was dort alles an Inhalten den Kindern mitgegeben wurde, und man weggeschaut hat, nichts kontrolliert hat, nichts überprüft hat, dann ist man fassungslos. Fassungslos. Wenn man dort den Kindern erklärt hat, ja, keinen Kontakt mit der österreichischen einheimischen Bevölkerung. Österreichs, seid euch dessen bewusst und schaut mir nicht länger zu, wie manche Politiker unverantwortlicherweise unser Österreich weiter zugrunde richten. Geht auf, danke, dass ihr gekommen seid. Die nicht aufhört, sondern weitergeht für die gute Sache. Und bitte habt Verständnis, dass ich heute nicht länger bei euch bleiben kann. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, immer wieder Österreich. Ja, hallo zu On The Grid. Der Luki und ich, wir warten gerade auf den HC Strache, dass er vom Rathaus rauskommt. Wir sind auf der Rückseite in der Landhausgasse vom Grazer Rathaus. Ja, wie man vorher gesehen hat, es sind da ein paar Polizeiwagen mit jeweils 8 Mann, so VW-Busse, in der Herrengasse. Jetzt hören wir gerade was. Sekunde. Und ja, da kommt er ja schon. Das dürfte HC Strache gewesen sein. Ah ja, das ist eine Wiener Nummer. Ah ja. Ja, das dürfte jetzt Strache gewesen sein. Ich bin davon ausgegangen, dass 3 bis 4 Autos kommen. Ja. Aha, ja. Schaut her, der ist jetzt interessant, weil das ist ein Grazer, der ist uns ein bisschen suspekt vorkommen. Und ja, wir wissen noch nicht, ob das nicht ein versuchtes Attentat auf dem Strache ist oder nicht. Aber es ist interessant, dass der ausgerechnet jetzt dem Strache folgt.